Ach, herrlich. Sonne geht auf. Der leichte Nebel. Meine Arbeiter laufen alle los. Wo ist denn meine potenzielle zukünftige Braut? Da kommt sie. Leopolda. Muss natürlich wieder speichern. Ich bleib natürlich nichts enthalten. Stopp. Ah, ich brauche noch eine Ehrlichkeit. Oh, sehr schön. Ja, na gut, ein bisschen. Weißt du, was ist mit der Figur? Ist ja letzter Zeit ergangen. Naja, ein bisschen. Ich hoffe, dass wir im Sommer heiraten können. Dann herzlich willkommen zurück. Ich, wo läuft denn sie überhaupt hin? Achso, zur Werkstatt. Will ganz kurz gucken. Werkstatt, wie das abläuft. Also sie ist ja theoretisch hierfür eingeteilt. Jetzt weiß ich halt nicht, was sie macht. Ach, ein Bogen. Recurve-Bogen. Zwei runter. What? Leinenfaden? Achso, ich sollte vielleicht auch den normalen Bogen. Brauche ich trotzdem Leinenfaden. Wie kriege ich einen Knüppel? Okay. Achso, Technologie habe ich noch nicht. Ich habe die Technologie. Technologie noch gar nicht. Gut, dann müssen wir ganz kurz in die Technologie gehen. Also, wir können bauen. Einen, ja, Grabungsschuppen. Naja, vielleicht später. Jagdhütte haben wir, Fischhütte kommt sehr viel später. Scheune haben wir, Hühner, boah, ja, Hühnerstall dauert noch ewig. Und Crafting, ach, die Näherei, das ist mein nächstes Ziel. Die Näherei ist bestimmt hier und ist bestimmt mit 8 Rundhölzern, alles klar. Ich frage mich, was sie macht. Wir lassen sie mal arbeiten. Den Farmer lasse ich auch arbeiten. Rundhölzer. Wow, 24. Krass. Brennholz 3. Ja, das müsste ich vielleicht dann auch... Spätestens im Herbst muss ich das umwandeln. So, die Näherei. Knall ich mal hier hin. So, blub blub. Crafting und Näherei. Okay. Ich würde es ja. Ja, müssen wir da. Shit. Kriege ich die Rundhölzer zurück? Nein, jetzt habe ich 8 Rundhölzer verbraten. Ja, ärgerlich. Man sieht halt nicht, wo der Eingang ist. Jetzt habe ich tatsächlich exorbitant viele Rundhölzer verbraten. Gut, müssen wir nochmal neue selber sammeln gehen. Sind wir wieder schlauer. So, drehen, drehen, drehen. So, an was mangelt's? Am Platz. Zack, die Bohne. Stock, 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 Rundholz, Stroh, Stroh, Stroh. Gut, fangen wir an mit Stroh und Stock. Stroh ist da hinten. Ladung Rundhölzer können wir auch gleich mal mitnehmen. So, dann können wir nochmal 5 mitnehmen, ohne dass wir überladen sind. Jetzt haben wir, wie gesagt, ein bisschen weniger Brennholz. Hammer hält noch. Ist der Hammer. Ist der Kollege schon wieder außer Atem? Ja, ich werde manuell auch noch mal ein paar Bäume fällen. Ach, sind wir schon fertig. Hallo? Gut, das war's. Was fehlt jetzt noch? 4, wa? Weiß man nicht. 4 oder 2? Wir nehmen einfach nochmal 3 mit, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann klimpern wir die Dinger gleich schon mal rein.
Ah, ich brauche glaube ich noch einen fünften. Für das Dach hier vorne, wa? Ja, okay. Fünften brauche ich auch noch. So, ist denn der Kollege jetzt endlich mal dazu übergegangen, das Feld zu bestellen? Nö. Pass mal auf, wir geben mir mal die einfache Tasche. Dicker. Bestell das verfluchte Feld. Muss ich das zuweisen? Nee, oder? Management? Feld. Details. Ah! Ah! Alles klar? Zwiebeln. Kann ich das durchziehen? So, Zwiebeln. Habe ich das jetzt gemacht? Nee. Zwiebeln. Willst du die Änderung beibehalten? Ja. Okay. Boah. Okay, das ist... Oh, das ist nicht das, was er machen soll. Kriegst eh gleich einen neuen Beruf. Dann bist du jetzt wieder Feldarbeiter. So, calm yourself. Zwiebelsamen sind drin. Wir lassen ihn mal kurz ein bisschen arbeiten. Haha, er arbeitet ja nicht. Ja, Hauptsache er macht heute die Felder fertig. Ich wäre ihm sehr verbunden. Ein Rundholz müssen wir noch sammeln. Der Rest ist fertig. Und dann haben wir die Näherei. Dann kann ich nämlich... Dann werde ich die junge Dame, die Leopolda, aus der Werkstatt hier reinsetzen. Ich bin schon wieder fertig, wa? Ja. So, fehlt nur noch ein Rundholz. Leopolda werden wir auch gleich nochmal beobachten, ob sie da jetzt schon irgendwas gecraftet hat. Nee. Leopolda, meine Liebe, hast du was gemacht? Nö. Okay, müssen wir es fertig bauen? So. Näherei. Arbeiter zuweisen. Leopolda, Näherin. Zwiebeln. Ich muss ihm eine Hake geben. Das könnte das Problem sein.
kriegen wir noch eine Hake rein. Warum macht er das nicht? Wir beobachten weiter. So, Leopolda. Ja, du wirst nicht viel spinnen können. Ich weiß halt nicht bei diesen Werkdingern, ob ich denen sagen muss, was die machen sollen oder ob die selber irgendwas herstellen. Wir nehmen uns mal jetzt das ganze Leder und das ganze Pelzgedöns und packen das gleich mal in die Näherei rein. So, meine Liebe. Schneidertisch. Simple Bag. Trinkschlauch. Okay, ich muss Leinenfaden herstellen. Problem ist, ich muss die ganzen Sachen erst mir kaufen. Genau, weil ich die Flachshalme. Kacke, Alter. Okay, ich muss Flachs anbauen. WTF? Was macht er denn? Dicker, warum arbeitest du nur nicht? Also ich bin jetzt zu blöd, ich mach das jetzt selber. Der kommt auf die 4. Und halt der Simple... ist das der Simple Bag? Ja. Die 6. Ungepflügtes Feld. Ich brauche Dünger. Das ist das Problem. Na, dann kann ich ja lange warten. Alles klar. Upsala. Stopp. I need Dünger. Wie spät ist es? Es ist 11 Uhr. Wunderbar. Beste Uhrzeit. Dann werden wir jetzt losrennen. Warum hast du einen Bogen und ich nicht? Mich verarschen? Sind überall Wildschweine? Ihr lasst mich in Ruhe, ne? So, es tut mir nochmal leid, aber wir müssen nochmal Bären sammeln. Und werden dann diese nochmal verkaufen und uns davon Dünger holen und nochmal ein paar Samen. Und zwar brauchen wir jetzt auch Flachssamen. So, ist jetzt nochmal ein bisschen unspannend, die Folge. Jetzt macht das auch Sinn, warum er nichts macht. Wow, also hier so einen Wirtschaftskreislauf aufzubauen und Geld zu verdienen, ist am Anfang tatsächlich gar nicht so einfach. Und man muss halt erstmal dahinter kommen, was wirklich benötigt wird. Na? Ist schon wieder alles abgegrast. Wow. Man erkennt es relativ schlecht, muss ich sagen. So, Hauptsache ich bin nicht überladen. Das ist meine einzige Sorge, die ich habe. Gut, dann rennen wir nochmal los ins Dorf. Ach, guck mal einer an. Hallo. Ja, sammeln wir die hier gleich nochmal mit weg. Dann haben wir die nämlich auch gleich am Start. So, zackig, zackig. So, noch sind wir nicht überladen. Sehr gut. Wir haben schon wieder Hunger und Durst. Story of my life hier in dem Spiel. Aber was soll's. Gut, dann rennen wir wieder ins Dorf. Oh, ich hoffe, dass sie Flachsamen hat. Also Dünger kriegen wir da auf jeden Fall.
Bei Flachsamen bin ich tatsächlich mir nicht ganz sicher. Das hatten wir abgeerntet gerade, ne? Am letzten Tag? Ja, sieht sehr ab. Okay, haben wir anscheinend doch nicht abgegrast. Dann sammeln wir das hier gleich nochmal ein. Aber ich müsste das Feld vielleicht nochmal ein bisschen verändern. Ich finde es ein bisschen groß. Weil wir bauen halt jetzt auch 42 Dünger, ne? Das finde ich das große Problem eigentlich. Ja, kann sein, dass wenn ich zurückkomme, ich das Feld nochmal umändern muss. Also von der Größe her. Na komm. Ach, ich glaube. Ich erinnere mich wieder an was. Wenn ihr die Fackel in der Hand haltet, sammelt ihr deutlich schneller Bären ein. Irgendwie hatte ich gerade noch was im Hinterkopf. Also, mit einer Fackel in der Hand ist die Sammelgeschwindigkeit doppelt so schnell, glaube ich. Da hinten ist das begehrte Ziel. Da haben wir nochmal ein paar Büsche. Ja, das ist doch mal. Das nenne ich doch mal Sammelgeschwindigkeit. Keine Ahnung, was übrigens der Nachteil ist. Oder der Vorteil, eine Fackel in der Hand zu haben. Also er hat halt nur eine Hand frei. Immer noch nicht überladen. Krass. Ja, weiter sammeln. Geht's auch schneller, ne? Immer noch nicht überladen. Ja, wenn man das mal vorher wüsste, wa? Mit dem Trick. So, jetzt bin ich überladen. Gut. Kann ja nicht mehr rennen. Dann schleppen wir uns wieder ins Dorf. Halber Tag ist auch erst rum. Und dann würde ich sagen, gehen wir erst einmal zur Uschi von Alvin. Oh, ich will gar nicht wissen, er hat ja schon wieder eine neue Quest für uns, ne? Oh, ich will gar nicht wissen, was er heute für uns hat. Oh, Story of my life, dass ich dem Typen irgendwie unter die Arme greifen muss. Der alte Klabautermann. Es gab auch irgendeinen Trick, da konnte ich die Fähigkeiten sehen. War das auch mit der Fackel in der Hand? Nee. Irgendwo konnte man... Ach, genau. Mit hier der Alt-Taste. Da sieht man nämlich die einzelnen Fähigkeiten von den Leuten. Wollte ich euch auch nochmal zeigen. Da kann man sich nämlich vorüberlegen, wen man tatsächlich anquatscht. Alter, 500. Krass. Nicht genügend. Ach, sie hat kein Geld mehr. Krass. Ja, ich hätte gerne. Ach, dammit. Also, wir haben 16 Zwiebeln. Dann holen wir uns nochmal 16 Karotten. Dann haben wir ein 32er Feld. Eigentlich müsste ich 36 holen. Pass auf. Wir kaufen noch. Zweimal Zwiebel, zweimal Karotte. So, dann haben wir 36. Dann machen wir nicht ein 6x6 Feld. Muss ich noch 36 mal Dünger kaufen. Aber der war hier, glaube ich, drin, ne, der Dünger? Ja, doch, nie war. Nein. Nie. Niet. Dann war es hier drüben. Ja, so die, so wie mir. Dünger, hallo. Ich bräuchte 36 mal Dünger. Merci. Tierfutter brauche ich nicht. Wie viel Geld haben wir noch? 320, schön.
So, wenn ich schon mal hier bin, journalmäßig, warte. Nee, ich will mit Ivy nicht reden. Oh, ich habe eigentlich wenig Lust, mich mit Ivy zu quatschen. Hallo. Oh, ich kann etwas Feuer in deinen Augen sehen. Worüber denkst du so intensiv nach? Wir können eine Zielscheibe fürs Bogenschießen bauen. Willst du dabei helfen? Sicher, habe ich eine Wahl. Ich werde diese Frage ignorieren. Ich kann uns ohne Probleme Stroh besorgen, aber wir könnten ein paar Holzscheite und einen Hammer verwenden, um es zu bauen. Mehr brauchst du nicht zu sagen, ich komme mit dem Rest zurück. Also, 5 Rundhölzer und einen hölzernen Hammer. Fuck you! Mach ich nicht. Also, zumindest nicht jetzt. Sondern ich renne zurück und werde jetzt das Feld noch machen. Mit euch zusammen. Also, wie gesagt, erste Mission ist Feld umbauen. Beziehungsweise nochmal abreißen. Boah, ich frag mich echt, wie ich hier Geld machen soll. Also klar, ich kann natürlich jetzt anbauen. Dann kann ich Essen kochen. Und das müsste ich dann verkaufen, oder was? Oder ich verkaufe halt Leder und Pelze, ne? Durch die Tiere, die ich jage. Müsste ja auch ein Abnehmer irgendwo sein. So, ich muss übrigens ganz kurz die Mission hier wegmachen. Sonst erinnert mich das immer wieder an Alvin. Und das wollen wir alle nicht. Dass Alvin unser Leben bestimmt. Was er ja eh schon macht, aber egal. Warum habe ich auf der 1 nichts? 2, 3, 4. Da habe ich nichts. 5. Achso, weil ich die Dinger abgelegt habe, ja. Hacke und einfacher Beutel. Ich habe so das Gefühl, dass der Rückweg immer schneller geht als der Hinweg. Aber ist ja eigentlich im wahren Leben auch so. Hintouren sind ja meistens doppelt so lang vom Gefühl her wie Rücktouren. Hat eigentlich jemand die Wildschweine erlegt? Also ich mach's nicht. Aber ich glaube, unser Jäger war erfolgreich. Oder sie. Seine Frau, die Jägerin ist. Ja. So, Hammer in die Hand. Abreißen. Zack. Bauen. Landwirt Feld. Kostet mich ja zum Glück fast nichts. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt brauche ich die Hake, die ich nicht mehr habe, richtig? Jawohl. Aber ich könnte ja ihm jetzt theoretisch alles geben. So, Management, Feld. Wir bauen bitte an Kohl. Kohl, Zwiebeln. 5, 6, mal 6. Und was habe ich noch gekauft? Karotten, ne? Quatsch, andersrum. Ja. Karotten und Dünger. So, mein Freund. Unreife Beeren kann ich... Egal. Lass mal behalten. So, auf die 1. Und die hölzerne Hacke kommt mal auf die 5, weil die Schaufel kann ich auf die 4. So, ach, ich muss mir gleich eine neue Hacke machen. Neues Level, Landwirt. Na komm. Hallo. Ungedüngtes Feld. Ja, nur das erste Mal ist das Feld quasi gedüngt. Fucking knew it, Alter. Rundholz und Stöcker.
denke, wir müssten jetzt schon fast 10 Stöcke haben. Ach, exakt 10. Super, super. So, dann hauen wir uns hier noch eine Birke weg. Birke. Bumm. Hölzerne Hacke. So, dann machen wir ganz schnell das Feld fertig und dann wird der Amigo wahrscheinlich schon wieder in Feierabend gehen, weil es nach 18 Uhr ist. So, komm mal hin. Hallo. Oh, Dicker. Alter. So, komm mal hin. Hör auf zu atmen. So. Feldarbeiter. 6x6 Feld. Warum hat er das nicht übernommen? Also, du setzt bitte Zwiebeln. Dorthin. Karotten. Dorthin. WS oben unten? Achso. Feld wurde geändert. Willst du Änderung beibehalten? Akzeptieren. Muss ich es erst düngen? Kann das sein? Wow. Warum denn? Ungepflügtes Feld. Das ist aber Quatsch. Ich hab's doch gerade gepflügt. Warum mache ich jetzt seine Arbeit eigentlich? Also ich meine, ich kriege ja dafür Punkte, ist ja alles gut, aber ich sehe gerade nicht so ganz ein, warum ich seine Arbeit mache. Ungepflügtes Feld. Ich hoffe, dass der Typ irgendwann von alleine arbeitet. Wow, ich habe gerade mal die Hälfte am Feld geschafft. Ungepflügtes Feld. Jetzt hier alles? Ja. So, noch 4. Schön, dass der Beutel gleich im Eimer ist. Ich verhungere übrigens auch gleich. So, mein Freund. Das Feld ist gepflügt. Jetzt ist es 18 Uhr, wa? Ach. Ficken, Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt mach ich das wirklich selber alles. So, gut, dann Zwiebeln.
muss erst fliegen. Oh, Kinders. Kriegt man zu viel? Jetzt mache ich die ganze Scheiße doch selber. Warum mache ich denn das jetzt? Na gut, mache ich jetzt einfach mal ohne euch weiter. Also ich werde das ganze Feld jetzt hier bestellen. Und dann werde ich mich mal informieren, warum ich das machen muss. Also, und warum das nicht mein Typ macht. Ja, naja, gut. Ich werde mich hier durcharbeiten jetzt. Und dann sei erstmal bis morgen zur nächsten Folge. Und ja, dann sehen wir auf jeden Fall ein fertiges Feld. Gucken, ob das dann auch schon fertig oder ausgewachsen ist. Na, komm. Das ist ja eine Arbeit. Naja, gut, ich höre jetzt mal auf mit euch. So, bis morgen. Haut rein. Ciao und tschüss.